Ja, ich glaube, dass keiner von uns sich mit der Herbstmeisterschaft befasst. Ich glaube, das ist auch sinnlos. Also wir befassen uns eigentlich immer nur damit, wie wir das nächste Spiel angehen. Und da geht es um die Inhalte von dem Spiel. Und da geht es nicht darum, was das am Ende dann für eine Aussagekraft hat für die Tabelle oder sonstiges, weil wir können nur das Spiel beeinflussen und das wissen die Jungs und darauf können sie sich auch konzentrieren. Ja, das ist halt in dem Geschäft so. Ich finde ja auch, dass wenn du gute Leistungen bringst, ist auch irgendwo eine Anerkennung. Die Jungs bringen gute Leistungen, da ist auch eine Anerkennung für sie, dass dann neue Clubs kommen oder andere Clubs kommen, die Interesse haben an den Jungs. Das ist ganz normal in dem Geschäft. Wir können froh sein, dass wir sie bei uns haben, können froh sein, dass sie diese Leistungen abliefern und alles andere gehört irgendwo auch zum Geschäft dazu und darin kann man sich auch nicht wehren. Ja, ich glaube 2006, 2007 oder so war das, glaube ich, da habe ich auch gegen Holstein gespielt, aber ich habe nur ein Spiel gespielt. Ich war im Rückspiel, war ich gesperrt. Ja, ich kann mich an das Hinspiel, kann ich mich erinnern, nicht so viele Tore geschossen, aber da habe ich das erste Tor gemacht. Ja, das ist die einzige Erinnerung, die ich hatte und ich glaube auch, dass wir in Unterzahl sogar gespielt haben und das Stadiondach war, glaube ich, auch zu. In Düsseldorf war so ein bisschen besondere Atmosphäre, glaube ich, aber mehr auch nicht. Nein, ich glaube, dass es in der Liga so ausgeglichen ist, egal wie die letzten Spiele waren, jedes Spiel wieder von neuem, jede Aufgabe wieder von vorne anpacken. Ich glaube nicht, dass das eine Aussagekraft hat, ob du die letzten Spiele alle gewonnen hast oder ob du in den letzten Spielen vielleicht den einen oder anderen Durchhänger hattest, glaube ich nicht, dass das so eine große Aussagekraft hat. Also klar, jetzt Ingolstadt letzte Woche, die waren schon sehr gut unterwegs, aber ich glaube, dass es sich auch kontinuierlich entwickelt hat, unabhängig von den Ergebnissen. Und Düsseldorf wird mit Sicherheit genauso gut kommen und wird wahrscheinlich auch versuchen, hier so aufzutreten, wie das Ingolstadt gemacht hat. Und wir müssen uns halt dagegen wehren. Aber ich glaube nicht, dass die letzten Wochen irgendeine Aussagekraft hat. Glaube ich nicht.